Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich möchte heute ein ganz ernstes Thema mit Ihnen ansprechen. Durchblick im Geschäft, aber Chaos im Büro. Vielleicht kennen Sie die Situation. Sie haben Ihre Baustelle fest im Griff, Sie sind Handwerksmeister, Sie wissen ganz genau jeden Handgriff, wie er auszuführen ist und wann an der richtigen Stelle passiert. Aber in Ihrem Büro, da stapeln sich teilweise die Rechnungen, es türmen sich die Aktenberge und keiner weiß mehr wirklich Bescheid. Es ist völliges Chaos im Büro. Wie soll man diesem Chaos wirklich Herr werden? Das möchte ich Ihnen in diesem kurzen Impulsvideo zeigen, wie Sie mit ganz einfachen Methoden Ordnung in Ihrem Büro schaffen. Dazu möchte ich zunächst einmal ansprechen, welche Arten von Chaos es überhaupt gibt. Zu einem gibt es das strukturelle Chaos, also Chaos, was verursacht wird, weil manche Strukturen einfach ineffizient oder unorganisiert laufen und sie daher Chaos verursachen. Die andere Variante ist das persönliche Chaos, was durch jeden einzelnen Mitarbeiter, aber auch durch sich selbst einfach verursacht wird. Die Folge sind einfach überlastete und frustrierte Mitarbeiter, keiner weiß mehr, wo er anfangen soll, allen stehen die Haare bis zu den Bergen, sprichwörtlich. Was ist nun das strukturelle Chaos? Die Prozesse in Ihrem Unternehmen sind unklar oder nicht vorhanden. Das bedeutet schlichtweg, dass Sie niemals aufgeschrieben haben, was in Ihrem Büro, wann, von wem, womit zu tun ist. Selbst die besten Mitarbeiter müssen scheitern, wenn unklar ist, welche Arbeitsabläufe zu welcher Uhrzeit oder zu welchem Termin entsprechend erledigt werden müssen. Da hilft letztendlich Prozessmanagement. Professionelles Prozessmanagement ist gar nicht allzu sehr schwierig und kann von jedem Handwerker und wenn er noch so klein ist und nur ein Einzelunternehmer ist, wirklich effektiv eingesetzt werden. Damit erreichen Sie, dass die Zahnräder in Ihrem Büro wieder ineinander greifen und nicht mehr nebeneinander laufen. Sie werden sofort das Chaos in Ihrem Büro, was durch die strukturellen Schwierigkeiten verursacht ist, zurückführen. Was ist denn das persönliche Chaos? Da ist mal die eine chaotische eigene Arbeitsweise. Wenn jemand immer etwas anfängt, aber nichts zu Ende bringt, dann ist das schlichtweg chaotisch. Oder wenn jemand immer neue Ideen hat und dabei alte Ideen oder Gedankengänge vom Vortag einfach verwirft, dann ist das eben auch chaotisch und hilft nicht wirklich weiter, wenn Sie bestimmte Dinge einfach ausführen wollen. Ein unaufgeräumter Schreibtisch ist oft das Problem für persönliches Chaos. Wenn Sie alles nur auf den Schreibtisch türmen, dann werden Sie niemals die richtigen Akten zur richtigen Zeit finden. Sie müssen sich immer durcharbeiten und durchkämpfen und einen Berg wieder umschlichten auf den nächsten und das kostet Sie einfach unheimlich viel wertvolle Zeit. Der nächste Punkt sind häufige Ablenkungen. Dabei meine ich nicht nur, dass das Telefon klingelt und irgendwelche Kunden am Telefon sind, die Sie selbstverständlich bedienen müssen. Nein, es sind auch Ablenkungen zum Beispiel durch offene Browserfenster, in denen soziale Netzwerke laufen. Es können aber auch Ablenkungen sein, weil Mitarbeiter bei Ihnen in der Bürotür stehen und etwas nachfragen wollen. Falsche Prioritätensetzung ist ebenfalls ein großes Problem und ein großer Verursacher von persönlichem Chaos. Was hilft dabei? Methoden zur Selbstorganisation helfen, das persönliche Chaos einfach abzubauen und viel zielgerichteter und sehr viel effizienter zu arbeiten. Damit schmieren Sie die Zahnräder, die Sie vorher mit Prozessmanagement zusammengefügt haben. Was hilft nun bei den beiden Problemen? Das professionelle Prozessmanagement, um die einzelnen Zahnräder in die richtige Reihenfolge zu bekommen, damit diese ineinandergreifen. Sie bekommen zum Beispiel einen Überblick über meine Seite Themen BPM direkt in der zweiten Navigationsleiste unter meiner Übersichtsgrafik. Sie können aber auch mit Methoden zur Selbstorganisation, die ganz einfach sind, entsprechend dazulernen und Sie finden zum Beispiel einen sehr schönen Artikel drüber, Hilfe, heute ist Bürotag, vom 25.07.2013. In diesem Artikel zeige ich Ihnen auch anhand von zwei konkreten Buchempfehlungen, wie Sie mit sehr, sehr wenig Aufwand und sehr, sehr wenig Geldeinsatz wirklich sich entsprechend weiterentwickeln können. Und natürlich, jederzeit stehe ich in einer persönlichen Beratung über meine Beratungsplattform oder in einem Vorortprojekt für Sie zur Verfügung. Nun hoffe ich, dass Sie diese Tipps, die ich Ihnen soeben gegeben habe, sofort umsetzen in Ihrem Unternehmen und damit das Chaos effektiv zurückführen und mehr Freude bei Ihrer Arbeit haben. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg und verbleibe mit besten Grüßen aus Bayreuth. Ihr Axel Schröder. Thank you.